Was geht ab, meine kleinen Royce? Hier ist Raim. Ihr habt richtig gehört, hier ist Raim. Ihr seid hier auf dem krassesten Rundum-Musikkanal, den es hier auf ganz YouTube gibt. Ja, ihr habt gehört, auf ganz YouTube. Fertig. Ja, also wirklich ganz YouTube. Weltweit, bumm, tick, bumm, pau. Denn ich mit meiner absoluten, perfekten, naja, vielleicht auch nicht perfekten, aber mit der bisschen Expertise, mit dem bisschen Expertise, das ich habe als vermeintlicher Musikproduzent, wie ich mich bezeichne gerne, gebe ich euch meine Ohren und höre mir die Sachen an und versuche euch da etwas mitzugeben und das Quäntchen Mehrwert an Analysen und Reaktionen zu geben, das ihr überall anders nicht findet und sucht. Und noch zusätzlich, ja, gibt es einen viel, fast zu guten Anblick hier, damit ihr auch optisch was Schönes sitzen habt. Und zwar meine... Ich hab's versucht. Natürlich ist es hier meine Nebensitzerin Dana Rolle. Ja, natürlich. Sie bringt hier noch die Schönheit ins Spiel, denn sonst wärt ihr ja gelangweilt und vielleicht angewidert von diesem wunderhübschen Gesicht, dem bärtigen. Ah ja, gut, danke, vielen Dank. So, folgendes. Es gibt einige Änderungen hier und zwar vor allen Dingen in der Abozahl. Alter, ist das... dieses Intro alleine hat jetzt schon alle Videos gekillt. Ja gut, es gibt eine Änderung in der Abozahl -1, nämlich da hat sich einer überlegt, der Typ quatscht so einen Müll, Alter, geht nicht, ja, muss ich einfach mal verlassen jetzt. Die Uhrzeit sagt auch, dass wir jetzt von Samstag auf Sonntagmorgen hier sitzen und uns die Mühe machen, euch die besten Videos zu produzieren, die es gibt. Wir schneiden die Videos nicht, die sind alle live und uncut, ihr wisst es ja schon, aber dafür können wir euch halt mehr Content am Tag bieten und auch mehr Videos analysieren, denn es gibt ja so viele Musikvideos mittlerweile, da kommt man ja gar nicht mehr hinterher. Das ist so krass, es kommen am Video, am Tag kommen Minimum 4 Videos, ihr wisst es, Minimum 4 Videos. Unfassbar. Und dafür solltet ihr definitiv mal ganz schnell auf Instagram gehen und Raim Erbil folgen, das bin ich, und da könnt ihr dann natürlich auch Dana Rolle abchecken, keine Frage, solltet ihr definitiv machen. Und jetzt gibt es eine Analyse von Halsey, denn sie war auch bei den Billboard Music Awards und wir haben wieder einige Videos jetzt schon abgecheckt. Ja, ich weiß, die Live-Sachen abzuchecken, da kann ich musikalisch nicht so viel an Mehrwert geben, ja, weil man die Sachen nicht so gut hört, aber... Ein Vorteil hat es, manchmal sehe ich dann schon, ob das jetzt irgendwie live war oder nicht und die Band vielleicht gar nicht das spielt oder irgendwas anderes oder sonstiges. Und noch eine ganz wichtige Änderung, ich hätte es fast vergessen, es gibt einen Timer. Ich werde ab jetzt das Video nicht länger als 10 Minuten analysieren, es sei denn, jetzt kurz vor Ende schlägt der Timer an oder so, dann ich lasse es natürlich zu Ende laufen, ist klar. Aber es ist für mich und für euch auch eine gute Zeitvorgabe, um zu sehen, dass der Typ nicht zu viel Scheiße babbelt. Oder Gutes natürlich, Bubble. Ist wieder so leise, ne? Mhm. Das hatten wir gerade schon bei den Jonas Brothers, aber ich hab das Mikrofon von vorher schon leiser. Found you when your heart was broke. Krass. Filled your cup until it overflowed. Heftig. Took it so far to keep you close. Ich wusste gar nicht, dass du tätowiert. I was afraid to leave you on your own. Said I'd catch you if you fall. Also liegend so zu singen, ja, das ist natürlich, das ist wirklich krass. Da muss man sagen, das ist gar nicht so einfach. Das, selbst die ersten Töne, die noch relativ entspannt klangen, aber dann noch so hoch zu gehen, so viel Power reinzubringen, aber das sieht... wirklich perfekt. Ja, und das sieht vielleicht so aus, als ob das jetzt irgendwie einfach wäre, aber das ist alles andere als einfach. Ich kann nicht mal reden. And if they laugh, then I'm all. And then I got you off your knees, put you right Krass. Back on your feet, just so you can take advantage of me. Tell me as it feels enough there. Wow. Sexy, ja. Krass, dieses ist auch hell, ne? Wow, da sieht man auch, wie heftig, also beim Aufstehen, dass sie da keinen Ton daneben setzt und trotzdem das noch so klar rauskommt. Man hört minimal, dass in der Bewegung die Stimme vielleicht ein bisschen bricht, aber gar nicht so viel.
Und aber auch an der Bewegung der Lippen, des Mundes, des Kiefers sieht man auch, wie gesangstrainiert die sind. Ja, das ist wirklich so on point. Guck mal, genau. Selbst diese Without-Namen hat sie diesen ganz kurz, dieses Kiefer kurz auf und zu machen, so ganz schnell, richtig krass. Ja. Man hört das, wenn man genau drauf achtet, auf dem O von Without, Without Me, singt sie nämlich nicht, sie singt nicht einfach nur Without Me, sondern Without Me. Und das ist halt, da merkst du den Unterschied bei Profis. Das sind Welten, ja? Und wenn da jemand nämlich ein Cover mal singt, wenn ich das jetzt singen würde, ich würde einfach nur Without wahrscheinlich singen. Und da merkt man aber, wo der Unterschied dann halt einfach ist und warum manche ja, krasser klingen und professioneller klingen, weil die einfach so trainiert sind und so auf so Feinheiten achten. Wahnsinn. Heftig. Wow, wo kam die Hand jetzt her? What? Wie auch erschrocken sie guckt, ne? Das ist... Ach, geil. Macht Angst im Dämon. Ey, wenn du genau hinschaust, auch mit dieser Handbewegung, dass du die so auf dem Boden quasi wippen lässt, ne? Krass. Wow. Okay, aber das ist halt das Ding, ne? Da hat sie jetzt kurz ein bisschen minimal... Das ist eine krasse Performance. Da hat sie jetzt minimal den Ton mal nicht gekriegt, aber da... Finde ich halt auch geil und sympathisch, weil man da einfach den Unterschied dann bemerkt, dass es wirklich eine Live-Performance ist, weil man kann nachträglich natürlich bei einer Live-Performance sowieso das Ganze auch nochmal korrigieren, das geht alles und das wurde hier aber nicht gemacht. Das heißt, dass alles vorher tatsächlich echt und live und nicht korrigiert war. Man kann sogar bei einer Live-Performance auch Pitch-Correction reinmachen, das geht übrigens auch. Also die Tonhöhenkorrektur, Autotune, das geht übrigens auch live. Also man kann uns da auch ganz schön veräppeln live. Aber hier merkt man dann einfach, wenn so ein kleiner Bruch drin ist, dass alles live ist. Krass. Das ist richtig gut, weil du kriegst so, du fühlst es ja. Nicht. Die spürt ja. Es einfach. Das Einzige, was ich ein bisschen schade finde, ist, dass es etwas leise ist. Aber, ne, bei dem Mi, das Mi ist ein bisschen daneben leider im Ton. Aber ja gut, das ist, kann man vergessen. Wow. Ui, ich wusste gar nicht, dass sie sowas macht, ne? Ich war ja mal auf einem Konzert von ihr. Ah ja, stimmt. Hier ist im E-Werk. Schon ein bisschen länger her. Mit Kelly und Melina, ne? Ja. Ja, krass. Waren wir auf einem Hellsee-Konzert, Sophie. Als sie, glaube ich, ihr erstes Album hatte oder so. Ja. Ja. Und drei Jahre, das war schon echt gut, aber so habe ich sie nicht in Erinnerung. Das ist auch schon wieder 3-4 Jahre her, ne? Ja, also die hat ordentlich... Da sieht man, dass man sich halt auch trotz einer Karriere, die man vielleicht schon gestartet hat, auch trotzdem noch weiterentwickeln kann. Extrem. Und sollte. Ist halt ist schon krass. Ich wollte nur mal anmerken, die Band ist tatsächlich auch vermeintlich live, weil denn was man hier sieht, ist genau auch das Setup, was man bräuchte, um das, was man hört, zu spielen. Auch die ganzen Streicher. Cello. Ah, krass. Also sie hat das Mikro gar nicht in der Hand gehabt mehr irgendwann, ne? Nee. Die hat das abgegeben. Dann haben die gewechselt. Hä? Da, ne? Nee, da hat sie es schon. Das ist echt Wahnsinn. Ah, da, okay. Ah, okay.
Ah, krass. Ja, aber das ist dann mega schwer. Ja. Krass. Auch noch in der Aufwärtsbewegung. Ja, vom ich kann ja nicht mal so ein Sit-up machen. Und dann noch in dieser Aufwärtsbewegung des Aufsitzens, also einem Sit-up, noch so zu singen. So ja. Kräftig auch. Ja. Krass. Wow. Krass. Wow, heftig. Krasse Tanzeinlage, heftige Figur auch. Krass, ey, krasse Nummer. Ey, wow, ich habe Halsey so auch gar nicht auf dem Schirm gehabt. Danke für die Kommentare, die alle gesagt haben, nach dem BTS-Video. Das wir gemacht hatten. Sollen wir das eigentlich nochmal machen, das BTS-Video? Jetzt gibt es ja das Video auch in guter Qualität, weil wir waren so schnell, dass wir nur so ein Fan-Shaky-Video uns da angeguckt haben. Wenn ihr wollt, können wir das BTS-Video featuring Halsey. Wir waren ein bisschen, uns wurde ein bisschen schwindelig von dem Handy-Video, ein bisschen dizzy. Deswegen hatte das, glaube ich, so ein bisschen negativen Unterton. Aber wir können das gerne nochmal machen, weil jetzt gibt es ja so ein stabileres Video. Also wenn ihr wollt, schreibt es in die Kommentare. Ansonsten, Halsey, Alter, richtig krass. Hä? Hätte ich nicht erwartet, dass sie so krass abliefert. Also das ist schon auf jeden Fall heftig, heftige Leistung. Next Level, super geil. Alles live sogar, mit sogar ja, einem sogar sehr auffälligen schiefen Ton drin. Aber ne, jetzt nicht, um das negativ zu belichten, sondern einfach nur zu sagen, genau weil man dieses eine Schlechte quasi hört, zeigen zu können, dass alles andere echt war und umso besser halt war, ne? Weil das eben alles on point und echt war. Also es ist abgefahren. Also wie gesagt, ich kann nicht mal ein Setup so. Gut. So, Leute, vielen Dank. Wir sind sogar noch in der Zeit. Wir haben es geschafft. Lasst auf jeden Fall ein Abo da, denn ihr wisst, das Ganze hier wird, das ist wirklich krank, was hier abgeht. Wir sind wirklich auf dem Weg zum next Level. Hier bei den fast 26.000 sogar schon mittlerweile. Ich habe gerade eben noch Videos gemacht, wo wir von den 25.000 noch geträumt oder gesprochen haben. Jetzt sind wir sogar schon bei den 26.000. Es geht wirklich unfassbar gut. Dank euch, wirklich. Klar, wir bringen auch seit 5 Wochen jetzt täglich minimum vier Videos. Ich kenne keinen YouTuber, der das macht. Ich dachte damals schon bei den Let's Playern... Ich dachte damals schon bei den Let's Playern, die ja dann so daily ein bis zwei, manche sogar drei, dachte ich, okay, krass. Aber ich habe einfach hier angefangen, das zu toppen mit 4 Videos am Stück, bam, 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 Minimum. Richtig krass, aber ich bin auch mega motiviert, dank euch hier sogar noch Samstag auf Sonntagnacht um 2:22 mit Dana zusammenzusitzen. Ihr macht es auch mega Spaß, muss man auch sagen. Deswegen, Abo lohnt sich. Und es wird auch eine riesen, naja, Verlosungsaktion, habe ich es am Anfang genannt. Aber eigentlich ist es keine Verlosung, sondern es ist eigentlich ein Casting, das hier stattfinden wird. Als Indikator möchte ich aber, dass hier 100.000 stehen bei Instagram. Das ist viel verlangt, ich weiß. Es gibt aber Leute, die haben da Millionen Zahlen. Ja? Also heißt, das kann man hinkriegen. Das ist jetzt nicht so, als ob das unmöglich wäre. Und ich möchte das haben einfach als Indikator, weil ich dann sicher sein kann, dass alles, was wir dann hier machen, auch Welle schlägt, dass wir Dinge und Leute hier vor allen Dingen dann auch unterstützen können mit diesem Casting als vermeintliches, ja, eigentlich ist doch dann ein Gewinnspiel, eine Verlosung. Aber dass man dann auch so eine Plattform einfach bieten kann. Da ist der nächste. Vielen Dank. Dass es Leute erreicht. Genau, dass es einfach Leute erreicht, dass wir Reichweite haben. Denn wenn wir hier, da bin ich mir sicher, 100.000 auf Instagram haben, bin ich mir sicher, dass wir auf YouTube da noch viel mehr sogar dann haben werden. 100, 200, 300, lass es 1 Million sein.
Das wäre halt geil. Weil wenn das, wenn das Welle schlägt, wenn wir hier große Zahlen haben, werden es auch groß, viele Leute sehen. Klar, wir als Community wachsen hier natürlich zusammen, aber umso mehr wir dann sind, können wir noch mal mehr Welle schlagen, können dann noch mal mehr Leute aktivieren, Freunde, Bekannte, Verwandte und Fremde auf der Straße, an der Bushaltestelle und in der Bahn kurz mal die Videos zeigen und hier so, Alter, ja, ist doch geil, in der Bahn sitzt hier, kennst du, hast du Bock auf Mucke so? Aber jetzt dein neues Video, was nachts kam zu Tyler the Creator. Ja. Fandst du gut, oder? Das ja. ist Quality Content gewesen. Das ist gewesen. Der perfekte Einstieg. Ja, deswegen lohnt es sich auch Glöckchen anzumachen, nur aus diesem Grund, weil ich dann gerne mal hier sitze nachts und irgendeinen Quatsch auch mal mache. Warte mal, ja, das wollte ich einblenden. Habe ich das vorhin schon eingeblendet? Keine Ahnung. Keine Ahnung, egal. Leute, abonniert einfach und folgt uns auf Instagram. Dana bringt dann jetzt auch demnächst Beauty, Beauty, Beauty auf ihrem YouTube-Kanal und möchte mich dann auch zu einem K-Pop-Star verwandeln, habe ich gehört. Ich soll. Du sollst, ja. Es wurde mir eine super. Aufgabe danke, gestellt. Super, danke, Community. Sowas lass sie dann hier mit mir anstellen. Super. Gut und tschüss, würde ich sagen.